Wildpflanzen führen in der Biogaserzeugung derzeit eher noch ein Schattendasein. Dabei bietet gerade dieses Anbausystem wertvollen Lebensraum für Tiere und Insekten. Unter dem Motto Bunt statt Grün hatten daher am 15. Juli mehrere Verbände zu einer Informationsveranstaltung nach Kisleck im Allgäu eingeladen. Wir haben ein tolles Projekt. Das Projekt heißt Wildpflanzenbiogas. Da unterstützen wir Landwirte, die Wildpflanzen als Ersatz von Mais anbauen mit 500 Euro pro Jahr und Hektar. Die Teilnahme war sowohl vor Ort als auch online per Livestream möglich. So, was muss man sich vorstellen unter Energie aus Wildpflanzen? Letztendlich ist es eine Saatgutmischung aus einjährigen, zweijährigen und ausdauernden Pflanzenarten, die der Landwirt aussät, aber nicht nur jetzt, um eine Blümchenwiese zu gestalten, sondern er erntet diese Fläche. Und das war die Grundidee bei dem Projekt, den Mais. Das war klar, ich bin Landwirt, den können wir nicht ersetzen. Aber wir können ihn über die Biogasnutzung wunderbar ergänzen. Zu den Themen Energiewende, Biogas und Artenvielfalt gab es im Anschluss an die Fachvorträge eine angeregte Podiumsdiskussion mit prominenter Beteiligung. Wir brauchen viele verschiedene Rohstoffe, aber das Wichtigste, was unser Leben am Rollen hält, das ist Energie. Und irgendwann bin ich aufs Biogas gekommen. Und je länger ich darüber nachgedacht habe und mich da eingelesen habe, sind mir immer mehr Vorteile aufgefallen, was das hat. Für mich ganz klar ein Anbausystem mit einem wahnsinnig hohen ökologischen Mehrwert. Aber letztendlich müssen wir uns fragen in der Gesellschaft, was ist uns dieser Mehrwert wert? Ja? Landwirtschaft ist kein Hobby, ne? Also irgendwo muss der Laden rundlaufen und irgendwo muss der Bauer Geld verdienen. Mir war schon auf so viele Veranstaltungen mit Politikern oder auf Fachgremien, die gucken sich das an, sagen, boah, das ist super, sowas brauchen wir. Und dann ist immer, wenn sie heimgangen, dann haben sie irgendwie alles vergessen. Wir brauchen den gesamten Energiemix, inklusive Bioenergie. Und wir brauchen vor allem die Politik, die den Mut hat, mit den erneuerbaren Energien voranzugehen. Es ist geplant, eine Förderung ein mehrjähriger artenreicher Mischkulturen als alternative Biomassepflanzen ist als neue Faktmaßnahme ab 2023 vorgesehen. Noch nie waren wir so weit, dass politische Türen aufgegangen sind. Und das ist heute der Fall. Die positiven Signale aus der Politik und über 200 Teilnehmer vor Ort und online zeigten einmal mehr, dass die Themen regenerative Energien und Artenvielfalt mitten in der Gesellschaft angekommen sind.